Und hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Assassin's Creed Okay, du darfst nicht Unity. lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich Gut, führe dann dich zu machen wir deinem das doch Ziel. direkt mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier eine Bildqualität nicht so besonders ist. Muss ich noch mal gucken demnächst. Egal. Darf man diesen Kreis? Ich glaube, es ist nicht gut. Egal. Ab auf den Eiffelturm. Genau, wir sind nämlich in den Zweiten Weltkrieg gelandet, weil mal wieder Abstergo hinter uns her ist und wir eine Serverbrücke brauchten. Und deshalb haben wir jetzt hier so einen schönen Zweiten Weltkriegs-Szenario. Ups. Und ja, laufen über den Eiffelturm, weil ja unser Serverpunkt. Oh. Etwas über uns ist, würde ich sagen. Schön, dass man die Soldaten nicht, naja, uns nichts anhaben können. Es wäre sonst ziemlich öde, muss ich ehrlich sagen. Das würde sonst überhaupt keinen Spaß machen. Habe ich überhaupt mein Mikro an? Ja, habe ich. Gut. Wie komme ich darüber? Wie wäre es mit einem Klettersprung? Super, ein Klettersprung. Stimmt. Super, ja. Da sollte man vielleicht nicht drüber laufen. Wer weiß, was da passieren könnte. Wie komme ich jetzt hoch? Vielleicht mit einem Klettersprung? Na? Ja, es ist ein Klettersprung. ja, da war ich etwas verpeilt zu der Zeit. Ja. So, Oh, 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 oh. Ich nehme übrigens wieder mal mit neuer Hardware auf. Oder eher gesagt, ich synchronisiere jetzt mit neuer Hardware. Oh, 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 oh. Das ist vielleicht nicht so gut. Naja, es ist jetzt im Grunde genommen keine neue Hardware. Komm, den kriegen wir platt. Ich habe mir eine neue Tastatur gegönnt. Weil meine alte eine 10-Euro-Tastatur war und die nicht so besonders schön war. Vor allen Dingen, da die Umschalttasten sozusagen hin und wieder mal gehakt haben. Was ziemlich scheiße ist. Und jetzt habe ich mir halt eine mechanische Tastatur geholt und ich muss sagen, es ist. Da ist er, dein Ausgang. Ja! Super, lauf dahin, hopp! Komm weiter. Machst du fein. Nein, auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal eine mechanische Tastatur geholt mit ja, roten Carry-Switches. Und mit Carry? Cherry? Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr. Ja, wie soll man sagen? Also ich finde es eigentlich gut, aber es ist noch etwas ungewohnt. Zumindest das Tippverhalten ist ungewohnt. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, gute Frage. Da oben können wir nicht weiter. Gut. Da geht's immer weiter.
als ob man so ein Stahlseil mit sowas durchgeschnitten bekommt. Ja, natürlich. Warte mal, spielen die da Karten? Oder was machen die da? Warte mal, die Frage ist, wenn die... Wenn die Flugzeuge mich abschießen können. Hallo? Ey! Komm, schieß das Ding ab. Ja, ich bin tot. Wenn die Menschen uns nichts anhaben können, wieso fliegen dann die Flugzeuge gegen mich? Ist das einfach nur, weil der Programmcode das diesmal ausnahmsweise zulässt oder wie? Da steht doch ducken. Duck dich doch einfach. Ah. Das muss man auch erstmal lesen, ne? Ducken. Ducken. Komm, das Ding ist so tot. Ja, es ist schon cool, dass man so ein paar Zwischenmissionen machen kann. Oder so hier nicht einfach nur stumpf den Eiffelturm erklimmen muss. Ich glaube, ich drehe mal noch ein bisschen Ton leiser. Damit es keine Rückkopplung gibt, aber egal. So. Ab nach oben. Komm. Hopp. Hopp. Und da ist auch schon unsere Serverbrücke. Ich will dich nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Das reicht. Du musst springen. Machen wir doch gerne. Super. Und damit waren wir mal eben so in Paris im Zweiten Weltkrieg und haben es geschafft. Und damit würde ich mich auch schon wieder verabschieden aus dieser Aufnahme, denn jetzt in der Zwischenzeit mache ich Nebenmissionen und Aussichtspunkte und so weiter und habe mir gesagt, das muss ich nicht unbedingt für euch aufnehmen. Denn ich wollte eigentlich nur die Story aufnehmen. Deshalb ist jetzt dies die letzte Aufnahme, die ich am Stück mache. Also, was ihr bis jetzt gesehen habt, war alles komplett zusammenhängend. Jetzt kommt eine Pause und jetzt mache ich was noch. Jetzt mache ich halt die Nebenmission, damit alles klappt oder damit ihr nicht so viel Videomaterial habt. Und ich halt auch nicht so viel schneiden muss und so weiter, ne? Halt so. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen... Und voilà, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und da sind wir auch wieder. In der Zwischenzeit habe ich ordentlich was gemacht. Ich habe mir auch wieder eine neue Hose und neue Stiefel geholt. Meine ich. Müsste so sein. Und wir machen jetzt unsere nächste Mission. Das war, nachdem wir den herausgefunden haben, dass der Silberschmied unser Kopf hinter den Templern ist. Also der Böse. Meine ich.
Zumindest. Ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher, aber ich meine es zumindest, dass das so ist, wie ich es gerade sage. Ich weiß es nur normalerweise nicht. Egal. Kronprinz des Königs. Mal gucken, was wir da bekommen. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Ja. Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Stimmt sogar. Okay, ja. Wir sollten uns wirklich beeilen, müsste ich mal sagen. Sonst werden die Königswachen wirklich nicht mehr durchhalten können. Bereit? Anlegen! Feuer! Gute Arbeit! Zurück auf die Posten! Okay. Wenn ich der König wäre, wäre ich schon lange weg. Also, ich glaube nicht, dass die noch den König finden werden zu der Zeit. Okay. Kann ich da drauf springen? Okay, scheinbar nicht. Mich würde es eigentlich gerne mal interessieren, was die da so singen. Einmal kurz nachgucken. Oder? Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel sagen kann, aber. Das ist gut. Gut. Kriegen wir hin. Na, jetzt werden wir gesehen, Mist. Das ist schade. So. Na? Das Lied. Oder? Es müsste. Also. Da, die Gedanken.
Die Gedanken sind frei. Okay. Das ist aus der Französischen Revolution. Dann, es reden und träumen die Menschen. Das kenne ich überhaupt nicht. Die Gedanken sind frei, kenne ich. Es kann ja nicht immer so bleiben. Das ist auch ein guter Titel. Na, bist du tot? Super. Dann, wer ist der freie Mann? Oder wer ist ein freier Mann? Wir sitzen so fröhlich beisammen. Also das sieht gerade nicht so aus. So, und dann haben wir noch auf einen schönen Grasen. Volkslieder. Ja. Wieso nicht, ne? Ein paar Volkslieder aus der Französischen Revolution. So. Soll ich da unten noch die sabotieren? Nee. Aber den... Ah, jetzt ist es zu spät. Super. Naja, es hat immer noch gereicht, ihn umzubringen. Ohne, dass er viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen hat. So. Wo können wir jetzt allerdings in diesen Palast rein? Das ist eine gute Frage. Wieso bin ich jetzt auch über den Palast gelaufen? Da kommt man nicht rein. Da ist eine Tür offen. Rein, rein, rein. Ganz diskret sind wir. Wir sind super diskret. Keiner sieht uns. Ich liebe ja die Rauchbomben. Die sind so effektiv. Was? Das sind noch? Was ist denn jetzt passiert? Wieso bin ich tot? Ich habe keine Ahnung, warum. Egal. Ja, es ist ein super Spawnpoint hier dann. Müssen wir nicht alles normal machen. Gut. Ich sollte vielleicht etwas mehr schleichen. Mir aufgefallen. Was ich jetzt, demnächst mal machen sollte. Nach den... Oh, der war geil. Boah, ich liebe diesen schweren Angriff, die ich im Moment machen kann. Also diese schweren Angriffe. Aber das wusste ich auch nicht, dass das Lied Die Gedanken sind frei aus der Französischen Revolution kommt. Naja. Hat ja auch irgendwas mit der Französischen Revolution zu tun, ne? Na, kommst du hier hin? Feines Böschlein. Ach, der nimmt die Leiche direkt mit in die Ecke. Ja, wieso nicht, ne? Nehmen wir immer die Leiche mit in die Ecke. So, ich würde sagen, das war's für heute. Auch wenn es scheiße ist, aber wir machen mal wieder hier so einen fiesen Cut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Feiger Bastard.